Weiter geht's mit Dirt 4 und dem letzten Tag der historischen Legendenserie. Heute geht's los mit 7,58 Kilometer. Aber das kriegen wir dann heute schon. Heute der Tag ist ein bisschen was länger als der gestrige Tag, war über einer Viertelstunde oder etwas mehr. Und heute geht's mit dem letzten Teil hier dieser Legendenserie weiter. Und das ist wirklich auch der letzte Teil. Wertungsprüfung Nummer 4 steht heute an. Und dann, wie gesagt, morgen geht's dann endlich los mit der Triple Crown. Ja. Gucken wir mal. Gut, bevor es weitergeht, muss ich jetzt ganz noch was machen. Ich muss nämlich gucken, wie lange das nächste Video läuft. So. Let's go. Mit unserem Ford jetzt. S200 wollen wir natürlich hier das Ding holen. Auf dieser Strecke. Die Sicht ist eingeschränkt. Okay. Ja gut, es regnet, es ist dunkel, ne? 4:15 gibt er unser Zwischenzeit vor. 4, 3, 2, 1, 0. 110 über den 60. Rechts 3, links steil. In links 4, lang über den. Und rechts 5, 60. Und rechts 6. Ein bisschen ruhig jetzt gerade sein. Rechts 5, links halten, über Brücke, Quatschsprung. Links 4, durch Senke, 60. Rechts 5, 150. Rechts 3, lang, innehalten, 100. Rechts 5, links halten, über Brücke, Quatschsprung. Links 4, durch Senke, 60. Nicht schneiden. Rechts 5, rechts 5, rechts halten, über Brücke, 60. Scharf links, 60. Kuppe, 60. Rechts 5, in links 6, in rechts 4, über Kuppe, links 5, in rechts 4, lang, über Deck, und links 3, links 5, 60, rechts 4, durch 6, Posten innen, mittig halten, über Kuppe, links 5, rechts 6, in links 4, lang, macht auf, innen halten, rechts schneiden, 200, rechts 3, und links 6. Links 5, 60. Rechts 4, durch Senke. Mittig halten, über Kuppe. Links 5. Rechts 5. In links 6. In rechts 4, über Kuppe. Links 5. In rechts 4, lang, über Weg. Und links 3, rechts schneiden. Rechts 5. In links 4, über Kuppe. Macht auf, 60. Rechts 6, 150. Links 3, 60. Links 5. Ja, ich werde eigentlich normalerweise direkt drüber geprügelt. Aber er sagt ja links. Und rechts 5. Nicht schneiden. 60. Rechts 5. Und rechts 4. Pfosten aus. 60. Rechts 5. Nicht schneiden. Und rechts 4. Nicht schneiden. 130. Rechts 4. Lang. Mach zu. Innehalten. Nicht schneiden. Und links 6, 60. Links 4, über Kuppe. In rechts 6. Und links 5, 60. Rechts 4, lang. Und rechts 6, 130. Links 4. Und rechts 6. Und links 5. Rechts 5. Und rechts 4. Pfosten außen, 60. Pfosten außen. Offene Kehre, links. Rechts 5, links halten, über Kuppe, Quatschsprung, links 4, durch Senke, 60, rechts schneiden. Rechts 5, 150, rechts 3. Und links 6, 80, links 4. Ich bin gleich schon durch mit dem ersten Teil für heute. 130, links 4, lang, innen halten, rechts schneiden, runter. Links 3, lang, innen halten, runter. Rechts 5. Und rechts 4, runter. Links 4. Und rechts 6. Und links 5. Ach, komm ich auf 2.0 auf jeden Fall.
Den Anfang werden wir auf jeden Fall hier noch sehen. Dann geht es wieder mal mit Fluss mit Heat weiter und danach geht es mit Dirt 2.0 weiter bis zum Ende. Aber jetzt erstmal noch Dirt 4. Tolles Ergebnis, das war unschlagbar. 3:44.760, das ist die Zwischenzeit. So, jetzt der lange Teil, 13,8 Kilometer. Der auf jeden Fall jetzt ansteht, da wird wahrscheinlich wieder eine 8 Minuten Zeit zwischen vorgegeben. So wie wir es gestern auch hatten. Aber wir wollen natürlich das Beste draus machen. Und das Ding hier rocken. WP Nummer 5 steht heute an. Das wollen wir auf jeden Fall noch gewinnen. So, das ist die Zeit, die wir brauchen. So, let's go. Auto brauchen wir nicht reparieren. Das wird ja automatisch mal. Also, viel Glück. Die letzte. Das geht. Ich habe jetzt eigentlich gar nicht immer wirklich auf die Zielvorgabezeit geachtet, wenn ich ehrlich bin. Aber egal, wir kriegen schon hin. Wie sich das nicht einfach gerade? Vorsprung 15, also 15 Sekunden. Dann müssen wir noch mal ein bisschen nachlegen. Ziemlich eng hier. Das Wetter macht sich einfacher. Und die Dunkelheit sowieso. Links 4,
rechts 6 und links 5 runter, rechts 4 lang, mach zu, innerhalb und links 6 mit schon einen guten Vorsprung auf jeden Fall. Fast eine halbe Minute. Wir könnten uns also einen Reifplatz erlauben, aber den möchte ich natürlich nicht haben. Und links 6. Links 4. In links 2. 150. 200 über Weg. 250. 200 über Weg. 60. Links 5, 60. Rechts 4, durchsenken, Pfosten, innen, mittig halten, über Kuppe. Links 5. Links 5, 60. Rechts 4, durchsenken. Mittig halten, über Kuppe. Links 5, runter. Rechts 4, lang. Mach zu, innen halten, nicht schneiden. Und links 6. Rechts 5, links halten, über Kuppe, über den Sprung. Links 4, durchsenken, 60. Nicht schneiden, rechts 5, 150. Rechts 3, lang, innen halten. 150, links 6, 60. Rechts 4, mach zu, über Kuppe. Und links 5, 60. Und rechts 6, und links 3. Links 3, so, zwei Abschnitte noch. 150, rechts 4, lang. Zwei Abschnitte haben wir noch. Und dann steht noch ein Teil, ein Rennen an. In links 6, vor der Triple Crown. Links 4. Und rechts 6. Und links 5. Rechts 5. In links 6. In rechts 4. Über Kuppe. 60. Links 6. Lang. In scharf links. 60. Rechts 5. 60. Links 5. So, volles Abschnitt. Durchsenken. Der leuchtet mit grün. Letzter Abschnitt, liebe links. Leute. Links 3, lang, innerhalb, runter. Rechts 5, nicht steigen. Und rechts 4, nicht steigen. 150. Vorsprung fast über eine Minute. Drei, kriegen wir die Minute geknackt. 150. Links 4. Nur wenn ich jetzt auch nicht schlimm. 150, rechts 3. Und links 6, 150, rechts 3. Und links 6, rechts 6. Und links 5, 40 durch Senke. Rechts 6, über 150, bis Ziel. Okay, bring es. Nein, haben wir nicht geschafft. Ganz, nicht ganz. Aber egal. Ergebnis, das war unschlagbar. So, dann gehen wir gleich in das letzte Rennen. Gut, dann geht es jetzt sofort in das letzte Rennen hier. Geht jetzt sofort weiter hier. Keine Sorgen um die äußerlichen Beschädigungen. So, 3:28 gibt uns vor, die das letzte Rennen, liebe Leute, dieser historischen Legendenserie. Das letzte Rennen für heute. Morgen geht's los mit der Triple Crown. Aber heute nochmal volle Konzentration hier. Rechts 5, links halten, über Kuppe, vielleicht Sprung. Links 4, durchsenken, 60.
rechts 3, Pfosten innen, in links 4, lang, über den und rechts 5, rechts 3, 60 und rechts 6. Und links 3, 150. Rechts 3. Das wollen wir ja auch nochmal gewinnen hier. Und links 6. Links 5, 60, rechts 4, durch Senke, Pfosten innen, mittig halten, über Kuppe, links 5. 150, rechts 3, lang, innehalten, runter. Rechts 5, rechts halten, Kuppe, 60, scharf links, 60. Kuppe, 60. Links 5, in rechts 4. 10, 11 Sekunden, knapp Vorsprung. Und links 3, 60. Links 4, über Kuppe. In rechts 6. Und links 5, rechts 3, nicht schneiden, in links 4, lang, über den und rechts 5, 60, rechts 5, in links 6, in rechts 4, über Kuppe, 150, rechts 3. Wir müssen teilweise knapp mit Bäumen, das zum Beispiel jetzt gerade eben. Rechts 3, lang, innerhalb, 150, 12, fast 30 Sekunden hier. Der Abschnitt schon. Ja, klar, wenn das Rennen sehr kurz ist. Links 5, 60, rechts 4, durch Senke, mittig halten, über Kuppe. Links 5. Und jetzt können wir das Auto zerlegen, jetzt ist es egal. Rechts 6, in links 4, lang. Oh lieber, das Ding möchte ich gerne nochmal gewinnen. Über Kreuzung. Links 4, lang, runter. Und rechts 6. Und links 3. Geht jetzt gleich in Richtung Ziel. Kleine Seite muss auch mal sein. Über Kuppe, vielleicht Sprung bis Ziel. Okay, fahr zum Marschall. Trotz des kleinen Überschlags haben wir es einmal geschafft. Das war die historische Legendenserie, liebe Leute. Lang, lange hat's gebraucht. Tolles Ergebnis, das war's. 2,5 Wochen insgesamt. Aber wir haben es gemeistert. Und wir sind Level 50, und zwar Legende! Wir haben einen neuen Chefingenieur freigeschaltet und ein neues Auto, nämlich im Fiat 131 Abarth. Und der Meisterschaftsrückblick bedeutet 125 Punkte, die auf unser Konto gehen. Ja, der nächste Teil ist die Triple Crown, wenn ich mir, glaube ich, richtig im Kopf habe. Da kommt nichts mehr. Wow, unglaublich. Du bist der Champion der historischen Legendenmeisterschaft. Wer braucht schon moderne Technik, Aufhängung und Bremsen, um zu beweisen, der Beste zu sein? Du hast ein Stück Rennsportgeschichte wieder erweckt. Bist Dankeschön. Bis ans Limit gegangen und hast nicht nur überlebt, sondern alles in den Schatten gestellt. Es war alles anders einfach, definitiv. Ja, und das müsste es gewesen sein. Der nächste Teil ist die Triple Crown. Und das sehen wir uns dann ab morgen an um 14 Uhr. Bis dahin und Wiedersehen bei Let's Play Dirt 4.